Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Schwert- und Schild-Video. Ich weiß schon wieder eins, aber heute die News, Leute, die lassen nicht locker. Es kommt schon wieder etwas Neues raus und zwar wurde ein scheinbar Video veröffentlicht beim neuen Pokémon. Wir wissen, okay, wir sollten solchen Sachen nie zu sehr trauen. Allerdings sieht es insane real aus, okay? Insane real. Und zwar sieht es aus, als hätten wir hier ein neues Pokémon. Wir sehen die Minen, die wir ja schon im Trailer gesehen haben, in einzelnen Screenshots. Wir sehen unten links die KP-Anzeige, sieht richtig sick aus. Rechts an der Seite ist irgendwie so eine Art Loch oder so in der KP-Anzeige. Ich habe keine Ahnung. Unten rechts sehen wir das Kampflogo. Das ist ja dasselbe Logo, wie wir das schon aus den alten Spielen kennen. Also auch quasi, ich glaube, aus Let's Go sah das genauso aus, ne? Ich glaube, da war es auf jeden Fall so ähnlich. Das würde auf jeden Fall auch Sinn machen, wenn die in Switch-Layout quasi dasselbe Layout haben. Und das Pokémon und alles drum dran sieht einfach so insane real aus. Ich habe keine Ahnung, was für ein Pokémon ist. Es sieht so richtig traurig aus und richtig süß. Es könnte, ich weiß nicht was, es sieht richtig sick aus. Ich denke, dass es ein Gestein-Flug-Pokémon wird. Also wenn es dieses Pokémon gibt. Und holy shit, Leute, ich glaube, ich habe noch nie so einen echten Fake gesehen. Also wenn es ein Fake sein sollte. Ich wüsste halt nicht, wie man an dieses Video rankommen soll. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man an so Videomaterial rankommt. Ob da wirklich irgendjemand so dumm war und aus dem Studio dort Sachen herausgefilmt hat. Ich glaube es eigentlich nicht. Deswegen will ich mich nicht zu sehr freuen, dass es echt ist, weil das sieht wirklich gut aus. Ich meine, die KP-Anzeige unten links sieht sick aus. Das Pokémon an sich selber sieht verdammt sick aus. Die Animationen sehen nice aus. Entweder sehr sneaky, cooler Leak oder verdammt geiler Fake, okay? Also eins von beiden wird es sein. Ich habe schon gesehen, die Community, gerade in Amerika, es kam nämlich heute Nacht raus, zerreißt sich gerade schon das Maul über dieses Video. Ist es wahr? Ist es falsch? Was will diese Leak uns sagen? Leute, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr denkt, ob das Fake ist, ob es echt ist. Ich bin mir super unschlüssig. Es sieht aber einfach viel zu gut aus, um eigentlich fake zu sein. I don't know. Schwierig. Schwierig. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es echt ist. Keine Ahnung, wäre es Gesteinflug? Ich denke schon. Wir sehen halt, dass es in der Mine ist. Es hat solche Gesteinsfarben. Es ist halt so braun. Und Flug würde natürlich auch Sinn machen. Vielleicht aber auch Gesteinkäfer. Würde, glaube ich, auch Sinn machen. Aber es sieht aus ein bisschen wie ein Käfer. Also Gestein denke ich auf jeden Fall safe. Flug, ja, wäre wie gesagt möglich, weil es hat Flügel. Ich meine, Meteno ist, glaube ich, wir haben schon einige Gesteinsflugpokémon. Wir haben Meteno, wir haben Aerodactyl und so weiter. Gesteinkäfer gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Gibt es überhaupt einen Gesteinkäfer? Mir fällt gerade keiner ein. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr es wisst. Ich werde danach wahrscheinlich auch so nachschauen. But I don't know. So, auf jeden Fall, ja, Pokémon sieht sehr, sehr sick aus. Ich würde gerne eure Meinung wissen. Was denkt ihr? Ist es echt? Ist es fake? Wenn es fake ist, ist es ein verdammt guter Fake. Muss man einfach wirklich sagen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.